Die Zahl der Asylanträge erreicht Höchstwerte, die Wirtschaft wird ganz bewusst an die Wand gefahren und auch der Wohnungsbau kollabiert. Das sind beste Voraussetzungen für Deutschlands Abstieg auf das dritte Weltniveau. Doch der grünen Basis geht all das nicht schnell genug. Sie wollen mehr. Moin, ich bin David und wir schauen uns das jetzt ganz genau an. Nachdem mein Körper einen Virenangriff erfolgreich abgewehrt hat, bin ich wieder da und wir schauen uns jetzt einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen an. Der Titel ist BAMF-Auswertung. Zahl der Asylanträge auf höchsten Wert seit 2016. Im Oktober sind in Deutschland 33.513 Asylanträge gestellt worden. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am Mittwoch mitteilte, steigt die Gesamtzahl der Asylanträge in diesem Jahr damit auf 286.638. Mit Abstand die größte Gruppe von Asylsuchenden seit Jahresbeginn waren Menschen aus Syrien, 84.739, der Türkei 46.237 und Afghanistan 45.955. Dies waren auch im Oktober die drei wichtigsten Herkunftsländer. Es ist schön, dass Deutschland wichtigste Herkunftsländer hat. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Wenn ich mir die Zahlen so ansehe, sie sind auf einem so hohen Niveau und jeder weiß es, dass Deutschland das absolut nicht stemmen kann. Wir reden hier von 300.000 Asylanträgen pro Jahr. Und wenn wir dann noch rechnen, die Familienzusammenführung, die dann wahrscheinlich wirklich maßgeblich an der Statistik vorbeigeführt wird, dann kann man wirklich Angst bekommen. Die Zahl der Erstanträge stieg damit im Vergleich zum Vormonat um 14,3%. Das ist wirklich beeindruckend. Trotz der kalten Jahreszeit, die wir jetzt aktuell haben, steigen die Zahlen. Das ist wirklich beängstigend. Schutzstatus für 50%. Im Zeitraum von Januar bis Oktober registrierte das Bundesamt 267.384 Erstanträge auf Asyl. 19.254 waren Folgeanträge. Bei den Erstanträgen ergab sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit ein Anstieg um 67,5%. 19.506 der Erstanträge im Jahr 2023 betrafen in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr. Es ist wirklich unglaublich. Ein Plus von 67,5% zum Vorjahreszeitraum. Und unsere Regierung tut wirklich alles daran, dass die Zahlen auch so hoch bleiben. Es wird viel Tamtam und ein Jahrhundertereignis versprochen. Und was dann dabei rumkommt, ist nichts anderes als die Vereinfachung, als eine Absenkung der Hürden für die Asylanträge. Das ist wirklich nicht hinnehmbar. Entschieden hat das BAMF in diesem Jahr bisher über 216.603 Erst- und Folgeanträge. Dabei bekam gut die Hälfte der Menschen einen Schutzstatus zugesprochen, 51,9%. Also etwas über die Hälfte der Asylanträge wurden positiv beschieden. Das bedeutet, es wurde Asylschutz gewährt. Und wir wissen alle, was mit der zweiten Hälfte der Asylanträge passiert. Es wird ein so langes Hin und Her geben, dass eine Duldung dabei rauskommt. Und nach dieser Duldung werden die Personen Deutschland nie wieder verlassen. Wir können eins feststellen, nämlich dass die Migrationskosten in Deutschland absolut aus dem Ruder laufen. Und mit diesen Zahlen, die wir uns gerade angesehen haben, wird das noch schlimmer werden. Hinzu kommt noch die Wirtschaft, die momentan in Deutschland, sagen wir es mal gelinde, schwächelt. Sie wird massiv an die Wand gefahren von unserer Ampelregierung. Das bedeutet, wir können uns das nicht leisten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir uns das eigentlich doch nicht leisten wollen. Wir haben unsere eigenen Probleme und für die sollten wir gemeinsam arbeiten. Aber neben der Wirtschaft haben wir noch einen zweiten Faktor und zwar sind es Wohnungen. Also, wir sprechen hier von 300.000 Menschen, die dieses Jahr nach Deutschland kommen werden. Und was ist mit den Wohnungen? Haben wir Wohnungen im Überfluss, dass wir es uns leisten können, jedes Jahr 300.000 Neubürger aufzunehmen? Nein, wir haben in Deutschland viel zu wenig Wohnungen. Und die Wohnungen, die wir haben, die frei sind, sind für normale Menschen mittlerweile fast unerschwinglich. Das Amt zahlt es und der Steuerzahler bezahlt es mit seiner harten Arbeit. Er bezahlt also für Migranten eine Wohnung, die er sich selbst zum Teil nicht leisten kann. Schauen wir uns das einmal an. ZDF-Artikel, sozialer Wohnungsbau, Studie,
2023 fehlen 700.000 Wohnungen. In Deutschland werden 2023 laut einer Studie mehr als 700.000 Wohnungen fehlen. Besonders Sozialwohnungen und günstige Wohnungen. Sozialverbände fordern eine Bauoffensive. Nun, die Bauoffensive wird es nicht geben. Diese wird auch von der Ampelregierung verhindert. Sie machen das, indem sie die Anforderungen immer höher schrauben. Die Anforderungen, die an einen Bauträger gesetzt werden, damit er kostengünstig eine Wohnung bauen kann. Das wird mittlerweile von der Regierung unmöglich gemacht. Ein Bündnis aus Mieterbund und Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden hat Bund und Länder aufgefordert, für den sozialen Wohnungsmarkt bis 2025 50 Milliarden Euro aufzubringen. Natürlich, wir haben das Geld ja. Nachdem die Regierung jetzt nach der 60 Milliarden Pleite wieder auf die Beine kommen muss, was sie wahrscheinlich nicht schaffen wird, soll sie jetzt noch 50 Milliarden Euro für Neubauten ausgeben. Das klingt sehr unwahrscheinlich. Nur so lasse sich das Ziel der Bundesregierung erreichen, in dieser Wahlperiode 400.000 Sozialwohnungen zu schaffen, erklärt das Bündnis in Berlin. Nun ja, die Ampelregierung hat versprochen, dass sie in dieser Wahlperiode 400.000 neue Sozialwohnungen bauen. Das wird aber nicht funktionieren, das weiß ein jeder. Denn der Wohnungsbau hat aktuell mehrere Probleme. Zu einem sind es die Grünen, die wirklich versuchen, jedes Bauvorhaben unmöglich zu machen, indem sie die Anforderungen immer höher schrauben. Sie wollen auch den Bau von Einfamilienhäusern so schnell wie möglich verbieten. Wobei auch der Hausbau, das kommt als nächstes, wird immer teurer. Und das beschreibt auch die Wirtschaftswoche in einem sehr interessanten Artikel, die Krise am Wohnungsbau in drei Grafiken. Baukosten und hohe Zinsen bereiten den Immobilienentwicklern Probleme. So brach die Zahl der Baugenehmigungen zuletzt stark ein. Die Wohnungsnot könnte sich so weiter verschärfen. Also neben der erhöhten Nachfrage, die durch die Migration geschaffen wird, haben wir eine Baubranche, die in den Keller rutscht. Es werden so gut wie kaum neue Wohnungen gebaut. Die Wohnungskrise in Deutschland droht sich drastisch zu verschärfen. Von Januar bis Juli wurde der Bau von 156.000 Wohnungen bewilligt. 27% weniger als im Vorjahreszeitraum. Also wir haben hier eine wirklich beträchtliche Diskrepanz zwischen dem Angebot und der Nachfrage. Und wir wissen auch, wer das bezahlen wird, nämlich der normale Bürger über die Miete. Gestiegene Baukosten und weniger staatliche Förderung. Die Ampelkoalition setzte sich zu Beginn der Legislaturperiode das Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Ein Viertel davon als Sozialwohnungen. Die neuen Berechnungen zeigen, das Ziel rückt in weite Ferne. Tja, das ist richtig. Es wird alles teurer und die Bauträger bekommen langsam keine Lust, weil man auch hier in diesem Land nicht weiß, wo man dran ist. Baue ich die Wohnungen, werde ich enteignet? Ich weiß es nicht. Und in so einer unsicheren Lage, und all das ist der Ampelregierung geschuldet, wird doch kein Bauträger hier nennenswerte Investitionen tätigen, wenn er nicht einmal weiß, ob das eine Investition für die Zukunft ist. Und hier sehen wir einmal die Baugenehmigung und die Entwicklung der Baugenehmigung. Das ging soweit bergauf. Dann hatten wir hier ein kleines Plateau und hier sehen wir, wie es bergab geht, und zwar beginnt Dezember 2021. Was ist in dieser Zeit passiert? Na okay, die neue Ampelregierung hat das Zepter übernommen und von da an ging es bergab. Aber nicht nur die Regierung ist alleine daran schuld, das muss man natürlich auch zugeben, denn wir haben die Bauzinsen und diese schnellen in die Höhe. Der Leitzins ging nach oben und was wir hier sehen ist, die Bauzinsen gehen wirklich durch die Decke. Das bedeutet, das Bauvorhaben wird durch den Kredit signifikant teurer. Doch das reicht den Grünen nicht. Sie wollen mehr Fahrt aufnehmen, um Deutschland so richtig gegen die Wand fahren zu lassen. Denn sie wollen aus Deutschland, nein, sie wollen keinen Arbeiterstaat, sie wollen, glaube ich, einen Bauernstaat errichten, ohne eine moderne Landwirtschaft natürlich, denn diese ist böse für das Klima. Dieser Tagesschau-Artikel zeigt auf eine wunderbare Art und Weise, wie enttäuscht die grüne Basis über die aktuelle Ampelregierung ist und dass die Grünen in dieser Ampelregierung zu viele Kompromisse eingehen und den grünen Geist, die grüne Ideologie zu sehr verwässern. Also wenn ich mir die Entscheidungen der Ampelregierung so angucke, dann hat alles,
aber auch alles wirklich einen signifikanten grünen Stempel drauf. Die Grüne Partei hat sich bei so vielen Themen durchgesetzt. Sie hat sich angeschickt, Deutschland zu zerstören. Anders kann man sich das nicht erklären. Und sie wurden gewählt mit einem Anteil von 14, noch was Prozent. Und dennoch haben so viele Gesetzesvorhaben, so viele Pläne der Regierung diesen grünen Stempel, der absolut unverhältnismäßig groß ist. Den Grünen reicht das aber nicht. Enttäuschte grüne Hoffnungen. Kurz vor dem Bundesparteitag formulieren Teile der Parteibasis ihren Unmut über die grüne Spitze. Man sei Kompromisse eingegangen, die zentralen Werte widersprechen und dann als Erfolge dargestellt wurden. Also die grüne Basis möchte, dass sie mit ihren 14% alles durchdrücken, was die grüne Basis will. Das ist natürlich äußerst demokratisch. Elina Schumacher aus dem Landesvorstand der Grünen Jugend in Berlin, die als eine der ersten den Brief unterschrieben hat, hebt die Grundwerte der Grünen in Sachen Klimaschutz und Migration hervor und empört sich über eine Regierung und zum Teil auch eine Bundestagsfraktion, die scheinbar komplett konträr handelt. Also, was sie möchte, ist Klimaschutz und Migration noch mehr, als wir es ohnehin schon haben. Und für den Klimaschutz opfert sie auch die deutsche Wirtschaft äußerst bereitwillig. Da bin ich mir absolut sicher. Okay, jetzt werden einige sagen, okay, was kümmert mich die grüne Jugend? Nun ja, die grüne Jugend ist nichts anderes als die grüne Führungsspitze von morgen. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, was diese von sich gibt. Denn in ein paar Jahren werden diese Personen im Bundestag sitzen und über uns entscheiden dürfen. Wer ist denn die Elina Schumacher? Das ist sie hier auf der Webseite der Grünen Jugend. Elina Sie-Ihr ist nun seit Herbst 2023 Beisitzerin im Landesvorstand der Grünen Jugend Berlin. Also wenn schon jemand darauf aufmerksam macht, wie er angesprochen wird, also entschuldige, das kann ich dann wirklich nicht mehr ernst nehmen. War die letzten 2 Jahre im Vorstand der Grünen Jugend aktiv, den Amazon Tower und die Kotti-Wache findet sie deswegen richtig zum Kotzen. Eigentlich ist sie aber so ein richtiges Klimagirl, das im Schatten der Braunkohlekraftwerke im Rheinland aufgewachsen ist. Klimakrise, Ausverkauf von Berlin und polizeiliche statt soziale Sicherheit sind für sie ein Symptom des Kapitalismus. Also, sie ist absolut antikapitalistisch eingestellt, wie wir lesen können. Das bedeutet, wahrscheinlich ist sie Sozialistin oder Kommunistin. Und sie findet polizeiliche Sicherheit nicht gut, will stattdessen soziale Sicherheit. Das bedeutet, wenn ich arbeiten gehe, soll ich nicht sicher von A nach B kommen. Aber wenn ich nicht arbeiten will, soll ich sozial in einer sicheren Hängematte landen. Das sind die Sachen, die die Grünen haben wollen. Es ist wirklich erschreckend, was das für Menschen sind. Ich bin mir auch sicher, dass diese Dame in ihrem Leben nie arbeiten wird, wenn das mit der politischen Karriere klappen sollte. Egal, wo sie hinkommt, das Patriarchat ist sowieso schon da. Im Landesvorstand will sie als Finta und genderpolitisch Beauftragte deswegen Finta-Personen zusammenbringen und empowern. Ich habe keine Ahnung, was Finta ist, aber wir schauen uns das gleich an. In ihrer Freizeit studiert sie und designt und bedruckt frische T-Shirts. So, da haben wir auch schon die Einstellung dieser Dame, denn sie studiert in ihrer Freizeit. Das bedeutet, sie ist sich selbst ziemlich sicher, dass das mit der politischen Karriere klappen wird. Das bedeutet, sie wird eine Studienkarriere hinlegen, wie die meisten der grünen Politiker, nämlich 6, 7, 8 Jahre studieren, ohne dass dabei irgendwas rumkommt. Und das Geld verdient man dann bei irgendwelchen Alibi-Jobs, bei Parteistiftungen oder bei anderen Politikern als Aushilfe. Nein, 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 natürlich nicht Aushilfe, als Bürokraft. Und das ist wirklich erstaunlich. So, zu guter Letzt schauen wir uns noch einmal an, was diese Finta bedeutet. Danach habe ich nämlich auch schon gegoogelt. Und was mir auffällt, sie hat in ihrem Text das L unterschlagen. Finta ist eine Abkürzung und steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und Agenda-Personen. Der anhängige Asterix dient dabei als Platzhalter, um alle nicht-binären Geschlechteridentitäten einzubeziehen. Also, sie hat Finta, nicht Flinter geschrieben, hat somit das L unterschlagen und damit
Lesben diskriminiert. Macht man sowas? Na, ich denke, sie sollte das überdenken. Was wir uns hier ansehen müssen, ist absolut lächerlich. Aber es ist wirklich erschreckend, wenn wir bedenken, dass diese Person in einigen Jahren die deutsche Politiklandschaft bereichern wird. Wenn ich das sehe, wird mir speiübel. Aber es ist so, die Demokratie ist nun mal so. Deswegen sollten wir immer dran denken, nicht zu schweigen, immer laut und höflich sein. Jetzt solltest du dir dieses Video ansehen. Wir sehen uns drüben. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bis gleich. Tschüss.